So, und jetzt machen wir uns mal daran, wie man sich seine eigene Overworld erstellt. Also ganz normal von dem Luna Magic kommen wir hier oben mit Open Overworld Editor auf den Overworld Editor. Macht auch Sinn. Und da tun wir erstmal unsere ganze alte Overworld wegschmeißen, aber nicht wirklich löschen, sondern nur woanders hinschieben und dann tun wir unsere eigene Overworld dahin tun. Deswegen schieben wir die ganz einfach mal so zur Seite. Okay, das wird glaube ich nicht passen. So, also auf keinen Fall die alten Sachen wegschmeißen, weil man da ein bestimmtes Teil noch braucht, sondern einfach nur mal so zur Seite schieben. So, jetzt was wir nur getan haben, ist die ganzen Blöcke weggeschoben. Und man sieht hier, die Farben sind durcheinander wegen den Paletten, weil jede Zone hier, wie man ein bisschen am Hintergrund sieht, nutzt seine eigene Farbpalette, die nur für diese eigene Zone ist. Und wenn man die rausschiebt in eine andere Zone, wo eine andere Palette ist, dann kommt das alles durcheinander. Auf jeden Fall sind noch die ganzen anderen Sachen jetzt übrig, wie die Level, Wolken und so Zusatzzeugs. Das heißt, wir haben jetzt nur den Boden verschoben, in dem Sinne. So, das ist dann also der Layer 1, weil das war jetzt nur Layer 2. Und den Layer 1, den löschen wir jetzt einfach mal. So. Das da unten sind nur Teile für was anderes, das auch nicht löschen. Und das hier drüben sind auch noch Teile, die man braucht, also alles nicht löschen. So. Jetzt haben wir noch Sprites. Auch auf der Overworld gibt es Sprites und die tun wir dann auch einfach mal alle wegtun. Bis auf Mario, weil den bräuchten wir noch. Okay, manche kann man nicht so leicht löschen. Die schieben wir einfach weg. Einfach irgendwo nur, wo man sie nicht sieht. So, den Rauch brauchen wir auch nicht. So. Jetzt haben wir eine völlig freie Overworld. Und was machen wir jetzt damit? Nun, also zuerst bauen wir uns mal, sagen wir mal, eine Insel. So, und jetzt tun wir einfach mal den Startpunkt woanders hinsetzen. Tun wir mal auf die große Overworld tun. Das ist, glaube ich, einfacher. So, und jetzt tun wir einfach mal eine Insel hier zum Beispiel nehmen und kopieren die hier rüber. Sollte ja aber nicht gleich so bleiben. Das heißt, wir gucken, dass wir die vielleicht ein bisschen größer machen, indem wir vielleicht nur so ein Teil kopieren und machen ihn einfach größer. So, dann dieses auch hier unten kopieren. Das auch immer wieder verlängern. Man merkt, es ist ein ziemliches Rumgefriemel und deswegen sagen auch viele Leute, dass es so lange dauert, so sich eine Overworld zu stellen, weil es ist zum Teil wirklich ein Rumgefriemel. Aber das ist noch ganz der Anfang. Man wird noch sehen, dass es noch viel schlimmeres Rumgefriemel gibt. Und das schreckt auch viele Leute davon ab, sich eine eigene Overworld zu machen. Also ich habe als Ziel jetzt nicht hier irgendwas Ästhetisches zu bauen, sondern nur so, dass man sieht, wie man so ungefähr sich so eine Overworld baut. Das hier ist noch ein bisschen jetzt kosmetisches Zeug, das interessiert uns jetzt erstmal nicht so eich. Nur, dass ich jetzt irgendeinen Grund habe, mit dem ich was machen kann. So, das machen wir auf dieser Seite mal ein bisschen länger. Dann machen wir hier so eine Kante. Bis hier rüber. So. Dann bauen wir hier eine Kurve ein. So, jetzt suchen wir uns ein Teil, das nach oben geht. Nehmen wir mal zum Beispiel das hier. So, und schon passt das.
Jetzt noch den Abschluss oben. Aber man sieht sofort, das passt nicht ganz. Obwohl. Wir nehmen lieber mal so einen Abschluss, weil der passt auf jeden Fall. Also ist dasselbe, egal. Die Frage ist, wenn man jetzt sucht, finde ich vielleicht ein Teil, das noch besser passt. Dann kann es sein, dass man irgendwann sucht und sucht und sucht, aber dann drauf feststellt, es sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber das gehört wirklich so. Jetzt hole ich uns mal ganz grünen Untergrund und nicht dieses komische Zeug da drauf. Das hier zum Beispiel. Oh nein, es ist eine Ecke. Sieht man nicht so leicht, aber ja, das ist eine Ecke. Ah, hier, einfach nur pures Grün. Dieser Teil wird natürlich ein bisschen länger dauern. Ich könnte es auch ein bisschen schneller, muss ich mir noch überlegen. So, jetzt haben wir zum Beispiel einfach mal eine kleine Insel gebaut. Nur ein bisschen kosmetisches Zeug hinein, nur so ein kleines bisschen, also nichts Besonderes. So, jetzt haben wir einen Untergrund. Was machen wir jetzt damit? Also, wir wollen natürlich, dass Mario irgendwo startet. Sagen wir mal. Können wir auch gleich auf einem Level starten lassen. So, natürlich wollen wir jetzt auch noch ein Level da drauf haben. Deswegen gehen wir hier erstmal in den Layer 1 Editor, der 16x16. Und suchen natürlich auch dazu passend den Editor dafür heraus. So, und dann nehmen wir zum Beispiel mal ein kleines gelbes. Und setzen das, ja, dahin. Dann tun wir Mario noch richtig draufstellen. So, und jetzt startet er auf diesem Level. Man sieht, dass es aufgrund der Begrenzung des Teils nicht ganz hinpasst mit dem Hintergrund, deswegen verlängern wir das Ganze einfach mal. So, und jetzt steht der Mario natürlich auf diesem Level. Und das Level selbst steht auf diesem Grün. Nun, wir wollen natürlich nicht, dass das Level auf einem Grün steht. Wir brauchen so einen Hintergrund für das Level. Und dazu brauchen wir einen durchsichtigen Pfad. Den holen wir uns einfach mal von hier oben zum Beispiel und kleistern ihn einfach drauf. Dann suchen wir noch einen durchsichtigen Weg. Ja, sagen wir mal von hier. Und kleistern den auch drauf. Also, wie man sieht, man hat keine richtige Palette für die. Zumindest habe ich lange genug gesucht und habe keine Palette für diesen durchsichtigen Pfad gefunden. Man nimmt die einfach hier drüben raus. Und kleistert die drüber. Wenn man jetzt Kurven reinhaben will, muss man sich natürlich noch die richtigen Teile für eine Kurve suchen, zum Beispiel hier oder da drüben, und diese dann auch rüber kopieren. Aber so simpel sollte es erstmal reichen. So, da stellen wir jetzt Mario mal drauf und holen uns noch, sagen wir mal, ein großes gelbes Level. Das einfach mal hier drauf tun. Erstmal gucken, dass nichts anvisiert ist hier. Wenn man hier jetzt angeklickt hat und dann hier was anklickt, dann kopiert er das hier Angewählte und muss erstmal wegklicken, damit das hier drin wirklich auch das Angewählte ist. So, jetzt machen wir zum mal hier mal ein rotes. Theoretisch ist es egal, welche Farbe es hat, weil es muss nur übereinander passen und man sieht hier, dass es nicht übereinander passt mit dem Hintergrund. Deswegen stellen wir es einfach mal hier hin. Ja, ach ja, was ich sagen wollte, also es ist egal, ob man ein rotes oder ein gelbes nimmt. Nur ist es so, dass wenn man natürlich zwei Exits hat, natürlich es besser ist, wenn man ein rotes nimmt. Man muss aber jetzt nicht unbedingt zwei Exits reinbauen. Nur weil es rot ist. Oder auch bei ein gelbes kann auch zwei Exits haben. Das ist darin jetzt nicht beschränkt. So, jetzt haben wir uns einen ganz normalen Weg gemacht. Dann machen wir von diesem Weg hier oben einfach nochmal zwei Wege. Und dazu bauen wir uns einfach mal eine ganz andere Insel. Also tun wir die Insel hier nicht erweitern, sondern bauen eine andere Insel. Machen einfach mal ganz simpel, die auch ganz ähnlich aussieht. Und diese Insel sind nicht wirklich verbunden. So ist es noch besser. Sondern die sind wirklich auch ein bisschen weit auseinander. Das ist für die Events danach noch wichtig. Aber die kommen dann gleich. Wahrscheinlich in einem Teil danach. Weil es ja jetzt sehr viel, sehr stark zusammenhängt, Events und
Die World Map. Gucken wir mal, dass wir das hier richtig hinkriegen.